Wie kann Wohnen und Mobilität in Zukunft gestaltet werden? Um diese Frage zu klären, lud der Deutsche Gewerkschaftsbund heute zu einer Pressekonferenz ein, in der er seine neue Broschüre vorstellte. In der Broschüre Wohnen und Mobilität in Südwürttemberg formuliert der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, Forderungen, wie Wohnen und Mobilität in Zukunft aussehen sollten. Denn auch die stark wachsenden Städte Reutlingen und Tübingen sehen sich dem Problem des Wohnungsmangels gegenüber, wofür der DGB in seinem Heft auch Lösungen präsentiert. Also wir sind natürlich dafür, dass Kommunen wie das Land auch wieder stärker in den Wohnungsbau einsteigen, dass es wieder stärker durch auch wie zum Beispiel Baugesellschaften, gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften wie die GWG hier vor Ort, natürlich auch stärker wieder in den Wohnungsmarkt eingestiegen wird und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, dass auf Landesebene deutlich mehr Geld in die Landesentwicklungsgesellschaft gesteckt wird, um das Problem direkt vor Ort zu beheben. Denn wer sich in der Innenstadt keine Wohnung leisten könne, der ziehe aufs Land. Dies führe dazu, dass der Pendelverkehr zunehme, so Stiepert weiter. Wir haben leider das Problem, dass wir in Reutlingen und Tübingen einen ganz hohen Bereich Autoverkehr haben. Reutlingen ist eine der Städte mit dem höchsten Anteil an Autoverkehr und einem der geringsten Anteile an Radverkehr. Wir haben in Tübingen mehrere tausend Einpendler jeden Tag und wir sind dafür, den großen Teil auf öffentlichen Nahverkehr zu verlegen, auf Busangebote, aber auch auf Bahnangebote und setzen da natürlich auch ganz stark auf die Entwicklung der Regionalstadtbahn hier in der Region. Diese Aufteilung der Pendler auf mehrere Verkehrsmöglichkeiten nennt sich Model Split, der stärker ausgebaut werden sollte, erklärte der Regionssekretär. Diese und weitere Ideen und Vorschläge werden in der Broschüre erläutert. Ziel sei es, verstärkt Druck auszuüben, um den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum und Mobilitätsmöglichkeiten voranzutreiben.